Hallo und herzlich willkommen zum neuesten LP von mir. Wir spielen The Legend of Zelda Twilight Princess, ein wirklich wahnsinnig gutes Spiel. Und ich muss dazu sagen, ich habe es ewig nicht mehr gespielt und freue mich drauf. Das heißt, es wird ein Halb-Blind-Run, so wie die meisten Spiele, die ich spiele. Von vornherein, ich werde nicht jedes kleinste Secret spielen, sondern ich werde euch nur die Story zeigen. Aber das allein sollte eigentlich schon genügen. So, mit dem Namen Link bin ich ziemlich zufrieden. Und das Pferd soll auch seinen Namen behalten. So, Hell-Dunkel-Einstellungen passen, denke ich mal. Geht ja mehr darum, dass ihr genug seht. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunden treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendbrot so sentimental. Manchmal ein wenig traurig. Ach übrigens, Link. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas auszuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst doch noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Hey, Link, bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Aber wo ist Epona? Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Okay,
wir können uns bewegen. Wie ihr sehen solltet, spiele ich nicht die Wii-Variante, sondern die GameCube-Variante. Zum einen, weil ich die Steuerung etwas angenehmer so finde. Zum anderen, weil ich die Wii-Variante nicht als Spiel hier habe. Und ich denke, dass sich storytechnisch überhaupt nicht unterscheidet. Ja, macht das gar keinen Unterschied. So, was können wir? Wir können rollen, wie in den meisten Zelda 3D-Spielen. Wir können irgendwo gegenrollen. Und ansonsten bis jetzt, wir haben kein Schwert, wir haben keine Möglichkeit, ihn anzugreifen. Wir können maximal anvisieren und ausweichen. Und wir reden einfach mal mit dem Mann hier. Also gut, hol Epona und komm dann wieder hierher. Kein Problem. So, wo wir hin müssen, wurde uns ja schon gesagt. Nämlich hier. Ja. Wofür steht Zelda? Das sollte man vielleicht am Anfang noch klären. Also, die meisten sollten das Spiel kennen. Zelda steht für mich für super Gameplay, was sich über Jahre lang bewährt hat. Ich habe ziemlich viele Zelda-Teile gespielt, also 6 oder 7 Stück. Kann das hinkommen? Möglich. Zum Beispiel, mein Lieblings-Zelda war Zelda Wind Waker, was ja auch für ein GameCube ist. Das hier gehört auch auf jeden Fall unter meinen Top 3. Also, schöne Grafik auch. Das ist, zwar manchmal sieht es ein bisschen eckig und kantig aus, das ist aber mehr gewollt. Ansonsten eigentlich sehr schön gemacht. Coole Rätsel in meist annehmbarer Schwierigkeit. Da ich, wie gesagt, das Spiel wieder halb blind spiele, wird es auch so sein, dass ich in Dungeons mal nicht weiterkomme. Wäre cool, wenn ihr mir dann die ein oder andere Hilfe gebt. Bitte nicht vorher irgendwas sagen. Wie gesagt, keine Spoiler. Ich habe das Spiel zwar schon einmal durchgespielt, aber wirklich bloß einmal und das ist schon ewig her. Gut. Und hier ist Epona. Das Ambiente ist einfach schön. Und die Musik auch, wie immer. Ah, Link. Schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Ah, da läuft doch was. Gut, reden wir mit ihr. Epona ist so ein schönes Pferd. Und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Link, ich habe da eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Klar, kriegen wir hin. Also, Grashalm nehmen, der interessanterweise wie ein Hufeisen aussieht, und flöten. Musik und das Triforce, was wir auch gerade sehen, sind ja in den Zelda-Spielen immer besonders wichtig. So. Wir können damit Epona rufen, auch wenn sie gerade nicht auf der Karte ist. Und wir können reiten. Das sind nicht meine Lieblingsparts, die Reitparts, aber ach, passt schon. Gehört eher zum Spiel dazu. Und wir können Epona ein wenig antreiben. Was ich oft benutzen werde wahrscheinlich. Das lädt sich auch unten wieder auf. Gut. Wir haben das Pferd, aber der Typ ist nicht da. Allerdings haben wir ja nur noch eine andere Möglichkeit. Das Tor blieb ja verschlossen. Also gehen wir hier lang. Und wieder eine schöne Zelda-Melodie. Eine, die vielen bekannt sein sollte. Die übliche Dorfmelodie. Ja, das ist in diesem Teil unser Heimatdorf. Man hat ja jedes Mal ein anderes. Und ich denke, wir schauen uns einfach mal ein bisschen um und reden mit den Leuten. So. Komisch aussehende dicke Frau.
Ah, Link, du wolltest sicher gerade zur Weide, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ich habe auch gerade den Laden zugemacht. In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Mein Mann kann ich mich bei so etwas leider nicht verlassen. Ach was, oder Papa? So ein Äffchen kannst du doch bestimmt auch fangen, stimmt's? Naja. Aber entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Los, geh schon. Du hast schließlich etwas zu tun.